Herzlich willkommen zu dem heutigen RA-Video. Ich begrüße Sie sehr herzlich aus den österreichischen Alpen in Kärnten. Mein Name ist Thorsten Hassiepen, ich bin Rechtsanwalt und Inhaber der Wegberger Anwaltskanzlei Hassiepen. In unserem heutigen Video beantworte ich Ihnen die Frage, was ist eigentlich das Aufenthaltsbestimmungsrecht? Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist im Regelfall Teil des sogenannten Sorgerechts. Das Sorgerecht ist das Recht, sich im Regelfall um minderjährige Kinder kümmern zu müssen und zu dürfen. Dies steht natürlich zuerst den natürlichen Eltern zu. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist nun ein Teil dieses Sorgerechts. Es bedeutet, man darf bestimmen, wo sich das Kind aufhalten darf, also wo es wohnt. Regelmäßig ist dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht also Teil von sorgerechtlichen Auseinandersetzungen, wenn Eltern sich nicht darüber einigen können, wo das Kind leben soll. Dann wird durch das Gericht entschieden, wem das Aufenthaltsbestimmungsrecht zugestanden wird, und der oder die kann dann entscheiden, wo das Kind wohnt. Aufenthaltsbestimmungsrecht gibt es aber auch für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn innerhalb einer Vorsorgevollmacht dem Bevollmächtigten das Aufenthaltsbestimmungsrecht zugestanden wurde, er oder sie also dann später entscheiden darf, wo zum Beispiel die Eltern leben. Das ist es auch schon zum Aufenthaltsbestimmungsrecht. Ich hoffe, dieses Video war für Sie interessant und hat Ihnen ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dem so ist, geben Sie mir doch bitte den dicken blauen Daumen. Teilen Sie dieses Video fleißig über die sozialen Netzwerke wie Google+, Twitter, Facebook und so weiter. Und natürlich bitte abonnieren Sie auch unseren YouTube-Kanal. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und freue mich aufs nächste Mal.